Guten Morgen aus dem Auto. Wir haben jetzt schon alles zusammengepackt auf unserem Campingplatz in Zadar und fahren jetzt auf der Jadranska Magistrala, also der Küstenstraße, weiter in Richtung Süden nach Split. Wir sind gut in Split angekommen. Die Küstenstraße war nicht ganz so besonders wie auf dem Abschnitt nach Zadar. Wir sind jetzt hier in der Altstadt und wollen uns hier was zu essen suchen. Und danach wollen wir den Tag in Split ganz entspannt beenden. Einen schönen guten Morgen, besser guten Mittag aus Split. Es ist heute schon wieder viel zu heiß, um sich irgendwas direkt in der Stadt anzugucken. Also sind wir jetzt an einem wunderschönen Strand oder haben jetzt einen wunderschönen Strand. Ein bisschen abseits von der Innenstadt gefunden, nicht ganz so touristisch. Ja, hier verbringen wir jetzt erstmal ein bisschen Zeit, bevor es dann losgeht mit ein bisschen erkunden. Weil es so heiß ist, dachten wir, wir gehen vielleicht mal auf eine Liege. Vielleicht kann das sein, 6, 7, 8, maximal 10 Euro. Ja, nee, man muss auf jeden Fall eine Flasche Wasser dazu bestellen. Und dann kostet so eine blaue Liege 490 Kuna. Das sind über 50 Euro, 55 Euro. Und die sparen wir an dieser Stelle lieber und rennen schnell ins kalte Wasser, um uns abzukühlen. Wir haben auf jeden Fall alles richtig gemacht mit unserem Strand, etwas aus dem Zentrum raus, denn hier mitten im Stadtzentrum ist es mal wieder so voll, also boah, hätte ich echt keinen Bock drauf. Zum Start in den Tag gibt es typisch kroatisch-mexikanisch. Split gehört mit seinen 170.000 Einwohnern zu einer der größten Städte Kroatiens und hat aufgrund der Lage an der Küste und der wunderschönen Altstadt sehr viel zu bieten. Split ist geschichtsträchtig und modern zugleich und das spiegelt sich an den vielen, vielen Gassen wider, die wirklich sehr lebhaft sind. Und ja, man kann hier wunderschön kroatisch essen oder auch mal zwischendurch international, wie wir zum Beispiel vorhin mexikanisch. Wir gehen jetzt mitten im Zentrum auf den Bell Tower hoch. So, wir sind heute nur noch ganz entspannt durchs Bild gegangen. Die Altstadt hat uns hier echt wunderbar gefallen. Also es waren ja ganz viele enge, verwinkelte Gassen. Man konnte hier einfach super durchlaufen. Es waren überall kleine Bars, wo man sitzen konnte. Eine wirklich schöne Stadt. Auch auf dem Turm war es schön, den Blick so über die Stadt zu haben. Und ja, jetzt sind wir einfach nur müde. Und deswegen geht's für uns jetzt zurück in die Unterkunft und ab ins Bett, denn morgen geht der Roadtrip weiter. Guten Morgen aus Split. Wir sind schon wieder auf Tour, denn eigentlich wollten wir mit der Autofähre nach Brač fahren auf die Insel. Die ist halt so bekannt dafür, dass man da auch schön an Stränden liegen kann. Allerdings hat sich jetzt total der Himmel zugezogen mit schwarzen Wolken und es sieht aus, als würde es gleich total gewittern. Deswegen haben wir jetzt eine kleine Planänderung vorgenommen und zwar fahren wir jetzt zu einer Festung, wo auch Game of Thrones gedreht wurde. Und dann geht's weiter in Richtung Süden nach Dubrovnik. Vielleicht machen wir ja dann Brač auf dem Rückweg. Mal schauen. Wir stehen jetzt vor den Toren von Meren. Hier sieht man jetzt einige Bilder, wie die Burg Kliss in der Serie Game of Thrones als Festung dargestellt wurde. Man kann sich hier noch richtig vorstellen, wie die ganze Festung als Drehort aussah.
Aber auch so lohnt es sich, von Split mal hier hinzufahren, denn es ist nur 15 Autominuten entfernt und hat eine wunderschöne Aussicht und die Festung ist einfach cool. Wir fahren übrigens gerade einen kleinen Teil durch Bosnien-Herzegowina, denn Dubrovnik ist quasi abgetrennt vom Rest von Kroatien. Das heißt, man muss eben diese, ich glaube, das sind 6-7 Kilometer durch Bosnien fahren. Wir mussten gerade durch die Grenzkontrolle und da unsere Persis vorzeigen, um in eben diese südliche Stadt zu kommen. Hoffentlich liegt da beim blauen Himmel Dubrovnik oder da beim blauen. Endlich angekommen in Dubrovnik. Jetzt haben wir aber richtig Hunger. Ich hoffe, wir finden schnell was. Nach einem echt leckeren Cevapcici-Burger wollen wir jetzt auch ein bisschen durch Dubrovnik laufen, einfach ein bisschen die Altstadt angucken. Gerade wird es auch noch schöner, weil die Lichter hier überall angehen. Guten Morgen aus Dubrovnik. Wir beginnen heute den Tag auf den Stadtmauern von Dubrovnik. Die gehen einmal komplett um die Altstadt herum. Es ist echt gut, dass wir unsere Studentenausweise dabei haben. Dadurch sparen wir pro Person 14 Euro. Super cool, wir zahlen jetzt nur 6 Euro, sonst zahlt man echt 20 Euro. Das ist schon ziemlich teuer. Und ja, so gehen wir guten Mutes hier die Runde mit Ausblick auf das weite Meer und auf die wunderschöne Altstadt. Wie der Rest von Kroatien ist Dubrovnik aber leider auch wieder von Touristen überlaufen und so tritt man sich auch hier gegenseitig auf die Füße. Trotzdem entschädigt das ganze Flair, die Altstadt, der Blick dafür und es lohnt sich auf jeden Fall hier hinzufahren. In Game of Thrones ist Dubrovnik auch unter King's Landing bekannt und ich finde, man erkennt hier auch richtig viel wieder, als wäre man mitten in der Serie. Wir machen jetzt eine Walking-Tour durch Dubrovnik und zwar eine Game of Thrones und eine historische Tour. Das ist echt total cool, weil dadurch sieht man noch viel mehr Orte, wo was gedreht wurde und man erfährt noch Hintergrundinformationen über die Geschichte. Das macht echt Spaß. Hier sind wir jetzt direkt an der Schwarzwasserbucht. Als Game of Thrones Fan kennt man die natürlich und in einer meiner Lieblingsfolgen wird hier Stannis mit dem Seefeuer bekämpft. Hier an der Treppe waren wir ja gestern schon, aber was wir gar nicht wussten, ist, dass hier auch die berühmte Szene von Game of Thrones gedreht wurde, wo Cersei den Walk of Shame gehen muss und immer die Nonne mit der Glocke hinter ihr herläuft und ruft Schande, Schande. Das ist mein Dornschnee.